Moin, moin, liebe Leute, da ist er wieder, euer Lieblingskaptain am Mike. Und ja, ihr seht schon, heute nicht von der Brücke aus, nein, hier von meinem Palast von Deck 10 aus. Da nehme ich euch heute mit, denn wir wollen nämlich ein Special machen, das sogenannte Moor Special. Matthias Moor, das ist der Schiffstester, wenn ihr ihn noch nicht kennt. Schaut einfach mal auf seinen YouTube-Kanal. Der gute Mann, der hat seine Millionen damit gemacht, indem er euch im Urlaub mit seinem Handy mit auf die Schiffe genommen hat und hier die Innen- und Außenbereiche gefilmt und kommentiert hat. Und deswegen dachte ich mir, wir machen einfach mal ein Special, in einer Form, wie ihr so ein Schiff sicherlich nie zu sehen bekommen werdet. Denn die Mein Schiff 4, die befindet sich ja momentan in einem sogenannten Cold Layup-Status. Das bedeutet, wir haben hier nur eine Rumpfbesatzung an Bord. Die besteht aus insgesamt 66 Personen, die überwiegend aus dem nautischen und technischen Bereich sind. Und ja, wir sorgen dafür, dass das Schiff hier weiter instand gehalten wird. Und dann haben wir noch eine kleine Mannschaft an Bord von etwa 10 Personen aus dem Hotel, die hier für uns tagtäglich leckeres Essen kochen und uns dabei unterstützen, hier die Kabinen in Form zu halten. Ja, und ich denke mal, ich habe einfach mal genug geschnackt. Wir gehen einfach mal zusammen hier durchs Schiff und gucken mal, wie das alles aussieht, wenn so ein Kreuzfahrtschiff im Endeffekt leider ohne Gäste ist. Und ja, schauen wir uns einfach mal um. Was wir dafür brauchen in dem Falle ist ein Schlüssel. Und den haben wir hier. Hier haben wir im Übrigen auch Hugo, den Wetterfrosch. Wer ihn noch nicht kennt, Hugo unterstützt mich in regulärer Weise dabei, Wettervorhersagen zu treffen. Also, wenn ihr mit mir mal unterwegs seid, dann werdet ihr den auf jeden Fall einmal kennenlernen. Und ja, dann gucken wir mal. Wir sind auf Deck 10 unterwegs, hangeln uns hier mal lang an der Backbordseite, würde ich vorschlagen. Und dann kommen wir auch schon zur ersten Kabine hier, der Franzi von Almsig Suite, die 10001. Und da schauen wir einfach mal rein. Ich hatte euch ja bei Instagram ja schon einmal mitgenommen. Wir machen das aber nochmal hier für die YouTuber. Zeigen wir euch das nochmal. Hier, wenn man es sich leisten kann, schönes Fischgrätenparkett am Eingang. Da gibt es dann auch eine Gästetoilette für die vielen Freunde, die man sicherlich mit dabei hat, wenn man mit uns auf die Kreuzfahrt geht. Einen wunderschönen Wohnraum mit einem gigantischen Balkon. Ja, ich möchte schon fast sagen, dass das mit einer der schönsten Kabinen ist, die wir hier haben. Guck mal, Vögel haben wir auch mit dabei. Tolle Sache. Und ja, wir haben hier einen großen Balkon mit einem wunderschönen Blick hier über die See und auch auf die Brücke. Kann man so ein bisschen sich als Nautiker fühlen. Und neben den Himmel- und Meersuiten tatsächlich einer der schönsten Kabinen, die wir hier mit zu bieten haben. Ja, Wohnraum und natürlich auch Schlafraum. So sieht das Ganze aus. Ja, kann man hier auch morgens aufwachen und aufs Meer blicken. Dann haben wir noch eine Ankleide für die Frauen unter euch. Ne, da könnt ihr euch dann selbst bewundern. Jeden Morgen tolle Sache. Dann natürlich Bad. Ja, der Schönheitssalon darf nicht fehlen. Da haben wir hier zwei Waschbecken, Dusche und eine Toilette. Und ja, damit haben wir hier alles drin, was man eben so braucht. So, dann gucken wir mal weiter. Gehen wir hier mal lang den Gang. Ja, momentan wohnen alle Besatzungsmitglieder hier in den Gästekabinen, hauptsächlich in den normalen Balkonkabinen. Und man sieht, hier haben wir überall quasi so ein Zettel dran, damit wir wissen, wer wo wohnt, wenn wir uns dann auch mal besuchen wollen, dass wir nicht die Kabinennummer extra suchen müssen. Und ja, dann kommen wir schon in die nächste Zone. Und ihr seht schon, in der nächsten Zone, da wird es dunkler, denn die nächste Zone, die ist hier abgeschaltet. Wir haben einige, ja, Zonen, also so ein Schiff ist in Zonen aufgeteilt. Und wir haben ein paar Zonen abgeschaltet, damit wir weniger Energie verbrauchen, um hier Sprit zu sparen. Das hat natürlich auf der einen Seite ja, monetäre Gründe, auf der anderen ist es natürlich aber auch für den Umweltschutz, denn wir müssen natürlich nicht mehr Sprit hier verbrauchen als nötig. Und ja, dann kommen wir mal nach Deck 12 hier in den Sport- und Sparbereich. Da haben wir hier unseren Friseur, wo man euch immer schön schick macht. So, bupp. Und ihr seht schon, hier ist nicht mehr so viel
Da wir uns, wie gesagt, momentan in einem sogenannten Cold-Layup-Status befinden, müssen wir uns hier dann erstmal wieder auch mit Ware eindecken. Und ja, muss erstmal wieder dann alles eingerichtet werden von den charmanten Kolleginnen. So, und weiter hier die Reise in den Sportbereich. Ja, Spar und Sport. Den nutzen wir tatsächlich momentan. Wir haben hier nämlich oben, haben wir uns gedacht, warum sollen wir dann unten in den Sportbereich gehen, wenn wir auch oben in den Sportbereich können, zu den, ja, oder in den Bereich, wo normalerweise die Gäste unterwegs sind. Und da vorne, da haben wir noch den Pall. Ich weiß gar nicht, ob man ihn sieht. Ja. Das hier, Pall, unser Security Supervisor. I'm making a video for YouTube. Hello. Say hello to the folks. You will be hello. Very famous. Ja, hier vorne ist unsere Water, nee, Himmel und Meer Lounge. So heißt das gute Stück hier. Ihr seht, auch hier haben wir noch Plätzchen frei, wer Interesse hat, mit wunderschönem Ausblick. Aber wir wollten ja eigentlich in den Sportbereich, dann können wir auch, glaube ich, hier lang gehen. Machen wir einfach mal den geheimen Weg, den sonst keiner von euch geht. Ne, kein Durchgang, außer für den Kapitän. Ja, und ja, so sieht es aus, wenn keine Gäste an Bord sind und alle Laufbänder frei. Also niemand muss sich hier um ein Laufband schlagen. Ja, hier drüben habe ich die Box installiert für den Kapitän. Der Kapitän macht nämlich THX. Und ja, dass er ein bisschen Musik hat, hat er hier aus dem, weiß ich gar nicht, wie das heißt da hinten, Yoga-Raum, nennen wir ihn einfach mal, habe ich hier die Box besorgt. Ne? Und ja, so sieht das aus. Kann man hier, ich mache mal ein bisschen Werbung, kann man hier an so einem schönen Seetag, kann man hier sich trimmen mit Blick aufs Meer. Ja? Dann nehmen wir mal hier hinten hin, vielleicht steht hier auch irgendwo, wie der Raum heißt. Wenn ihr wisst, wie der Raum heißt, dann sagt mir einfach Bescheid. Ne? Und wenn die ganze Geschichte hier zu wackelig ist, ja, kann ich euch auch nicht helfen, denn ich habe nicht so ein schönes Stativ. Ich bin ja nur semi-professionell, ne? Wie man so schön sagt. So, dann nehmen wir wieder einen Geheimweg. Kein Kunstraum, kein Ausgang. Läuft. Und weiter geht die Reise. Obwohl ich jetzt schon hier in meinem Monitor sehe, Mensch, dass das dann schön wackelig ist. Hoffentlich wird euch nicht schlechter vor eurem Monitor. Aber ihr werdet das schon machen. Schaka. So, dann gucken wir mal hier in der Werft. Früher gab es hier so eine Mooswand. Die haben wir in der Werft tatsächlich ausgebaut. Ja, weil die war nicht mehr so moosig. War nicht mehr so schön grün. Müssen wir mal gucken. Vielleicht sollten wir da so eine Figur hinstellen. So ein Monument für den Kapitän. Tolle Sache. Ja. Dann gehen wir mal runter in die Sauna und gucken mal, was da so los ist. Spa und Meer. Ein paar Handtücher haben wir noch zu liegen. Ja, und einen Gast haben wir auch hier. Olle Keule. Lübt. So. Guck mal, hier darf ich normalerweise gar nicht rein. Hier. Umkleide für Frauen. Lass uns mal in die Umkleide für Frauen gucken. Bob, moin. Ja, mit wunderschöner Aussicht. Könnte schlimmer sein. Dann kann man sich schön duschen, kann hier seine Klamotten ablegen, kann hier seine Wertsachen einschließen mit so einem Numberpad. Guck mal, funktioniert sogar noch. Tolle Sache. Ja, passt. So, dann haben wir hier Infraroträume. So sieht das Ganze aus. Und dann kann man sich hier irgendwie mit Infrarotlicht den Rücken bräunen lassen. Hätte ich jetzt fast gesagt, nee, nur ist, um Muskelverspannungen zu lösen. Ja, hier nochmal so ein Ruhebereich. Bob. Mit Blick auf die Brücke. Dann haben wir hier unser Rasulbad. Ja, hier kann man dann sich abschrubben lassen. Aber unsere Sparmäuse, die können euch dann sicherlich besser erklären. Ja, Closed for Repair. Ja, haben wir hier das Dampfbad. Hier dampft das natürlich normalerweise richtig draus. Nur halt momentan nicht so. Nee. So, ne, hier liegen immer noch Handtücher.
und alles schön leer und aus. Tatsächlich, als wir noch 700 Besatzungsmitglieder waren, es gab nämlich eine Zeit, da waren wir, ja, da sind wir gerade aus dem Service rausgegangen. Das war im März letzten Jahres. Also wir sind jetzt schon über ein Jahr außer Dienst, eigentlich unglaublich. Und ja, da waren wir nur noch 1000 Besatzungsmitglieder, haben wir noch 300 abgegeben und da waren wir noch 700. Ja, hier sehen wir schon die Sauna, tolle Sache. Und ja, von den 700 noch verbliebenen, die hatten wir hier an Bord, weil wir dachten, es geht natürlich weiter nach etwa zwei, drei Wochen, aber hat sich dann herauskristallisiert, dass dem nicht so ist. Und da hatten wir große Herausforderungen, im Endeffekt hier die Crew nach Hause zu schaffen. Und ja, da waren wir hier für knappe 3 Monate mit 700 Besatzungsmitgliedern an Bord. Und ja, haben wir im Endeffekt allen Service angeboten für unsere Besatzungsmitglieder, die wir normalerweise den Gästen zur Verfügung stellen. Also da war die Sauna an, das Dampfbad und man konnte sich massieren lassen für einen stark reduzierten Preis. Ich glaube, es waren damals 10 oder 15 Euro für, ich meine, 45 Minuten oder so. Also war richtig gut. Und ja, wir haben es für uns hier gut gehen lassen im ersten Lockdown. Könnte man sagen. Jetzt gehen wir mal hier in meinen Lieblingsbereich. Guck mal. Das hier unsere Spa-Suite. Die ja, richten unsere Mitarbeiter dann her. Da gibt es hier so einen Früchteteller, der steht dann immer da. Und dann kann man sich hier mit seinem Schatz dann massieren lassen. Um den Whirlpool rundherum packen die dann immer so rote, ja, was ist das hier, so rote Rosenblätter, Romantik. Und dann kann man hier rausgucken, das ist natürlich mega. Ja, und wenn man dann in der Ostsee unterwegs ist oder in Norwegen, da gibt es ja auch so eine Sauna in der Ecke. Und dann kann man sich hier schön rinsetzen mit seiner Liebsten in die finnische Sauna und kann hier schön rauskicken. Feine Sache, ne? Sag ich euch, was das alles gibt. Jo, dann gehen wir mal weiter. Ihr seht schon, es ist irgendwie total spooky. Muss ich tatsächlich auch sagen, also das... So wenig Leute hier an Bord sind und wir im Endeffekt ja so eine kleine Stadt ja, für uns alleine haben. Ne? Schon irgendwie kurios. Ja, dann haben wir hier noch so. Achso, ja, guck mal, wir gingen gerade durch den Sparbereich und schöne Aussicht. Guck mal, hier kann man sich, glaube ich, mit schöner Aussicht dann die Nägel polieren lassen und die machen hier so ein Treatment mit so einem komischen Ding da vom Barbour. Weiß ich gar nicht, kann man sich hier die Haut auffrischen lassen und dann sieht man 100 Jahre jünger aus. Bestimmt. Ja. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ja. So, dann geht es hier wieder über die Geheimwege raus, über die Wege, die ihr normalerweise nicht geht. Dann machen wir doch erstmal noch X-Lounge. X-Lounge, für die, die es nicht kennen, ist im Endeffekt unser, ja, VIP-Bereich, könnte man sagen. Ist ein exklusiver Bereich. Ja, wo im Endeffekt die Gäste der Junior-Suiten und der Himmel- und Meer-Suiten hier ja, alleine sich ja, unterhalten können, essen können und was man sonst noch alles machen kann. Ja, wir können auch mal in so eine Kabine reingucken. Hier ist irgendwie der gute Gang dazu. Dann machen wir hier einfach mal 14.007. Freie Fahrt für freie Bürger. So sieht's aus. Ja, kommt man hier rein und zur linken Hand gibt es dann hier Badezimmer gemeinsam mit dem Schlafzimmer, dass man dann hier auf der rechten Seite, ja, guck mal hier so ein, Mensch, sag schon, Badedingsbums, Dusche, so heißt das, und hier dann die Toilette. Und ihr seht schon, das Ganze hier ist in einem eigentlich sehr guten Zustand, also eigentlich können wir morgen starten. Also, wenn meine Chefin, die Wiebke, zuguckt, die Wiebke Meier, dann, ja, mein Schiff 4 ist bereit, sag ich dir. Ja. So, dann gehen wir nach vorne in die X-Lounge. Da sieht man nämlich, ja, dass wir tatsächlich im Cold-Layup sind. Gut. Ich hoffe, Matthias, ich mache das alles richtig hier, ne? Wenn nicht, du kannst mir ja nochmal Tipps geben, wie man das richtig macht. Ja, und da seht ihr hier, so sieht das Ganze aus. Da haben wir hier die Außenmöbel, die haben wir hier reingestellt, damit die hier nicht der Seeluft und natürlich auch der UV-Strahlung von der Sonne ausgesetzt sind.
Und ja, ansonsten fehlen nur noch Teller und Tassen, wie ich die Sachlage so sehe, ne? So, dann wieder den Ausgang, den keiner benutzen darf. Hopp, nur der Kapitän. Geht's hier wieder zurück auf der anderen Seite, Steuerbordseite. Ich weiß gar nicht, wie viel Himmel und Meer Suiten wir haben. Ich glaube, 11 oder so? Ich glaube, es sind 11. Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, 11 oder 12. Ne? Sind heiß umkämpft. Deswegen, wenn ihr die Chance habt, früh buchen, kann ich nur sagen. Ja, damit er dann hier nach oben ja, auf Deck 14 über dem Kapitän wohnen könnt. Ja, und jetzt kommen wir hier raus. Das Pooldeck. Und ihr seht schon, die Sonne scheint. Und unsere Jungs, die sind hier schon wieder am Ackern, am klar Schiff machen. Wie sich hier hört. Ja. Der Bootsmann mit seiner Gang macht hier sauber. Denn natürlich für den Winter mussten wir die ganzen Außenleitungen wasserfrei machen. Das bedeutet, dass es an Oberdeck kein Wasser gab, weil uns sonst die Leitungen zugefroren wären. Und dann wären die quasi ja, durchs Eis dann gebrochen und dann hätten wir ganz viele kaputte Leitungen. Deswegen mussten wir das Schiff winterfest machen und ja, konnten entsprechend natürlich hier die Außendecks in der Zeit nicht waschen. Aber jetzt haben wir ja mittlerweile Mai, jetzt haben wir die Hydranten wieder geöffnet und deswegen können wir jetzt schön sauber machen. Hier vorne sind wir dann auf dem Sonnendeck der Himmel- und Meersuiten oder das X-Sonnendeck. Wie es so schön heißt. Ihr seht hier, wir haben die Pflanzen abgedeckt, ja, damit die hier im Winter nicht dem Wetter ausgesetzt sind. Das werden wir jetzt auch bald wegmachen, damit es darunter nicht wegfault und schimmelt. Und ja, hier waren wir tatsächlich erst vor ein paar Wochen und haben ein bisschen Maintenance gemacht. Ihr seht auch hier, das Holz ist schon immer noch relativ frisch. Was hier auch noch fehlt, sind einfach nur die Sunbeds und dann kann man sich hier wieder die Sonne auf den Bauch scheinen lassen. Und da fällt mir gerade ein, der Fortun hat seine Sonnenbrille vergessen. Guck mal, Radargerät. Können wir eigentlich auch mal ein Video drüber machen, na? Wie so ein Radargerät funktioniert. Ihr könnt da einfach mal in den Kommentaren schreiben, ob euch das interessieren würde und dann schaue ich mal, dass wir das hier irgendwie nochmal auf die Kette kriegen und ja, so ein Video über Radar machen, aber nur wenn es euch interessiert natürlich, weil es tatsächlich, auch wenn ich nur semi-professionell bin, ist es ziemlich viel Aufwand, hier Videos für euch zu machen. Dann gucken wir hier nochmal aufs Pooldeck mit dem Bootsmann. Bob, gerade ist er beim Pool dabei, damit der Kapitän bald wieder ins Pool gehen kann, ist auch nicht so. Ja. Denn der Kapitän, der muss immer glücklich sein. Weil ansonsten, ihr wisst, der Fisch, der stinkt vom Kopf her. Ja. So, dann auf geht die Reise weiter. Wir können ja mal unten vorbeigehen beim Bootsmann. Dann könnt ihr euch das mal von nahem angucken. Ja. Jetzt habe ich hier so einen Side-Swing, hochprofessionell. Ne? In großen TV-Filmen, da brauchen sie dafür so ein Schienensystem. Der Kapitän macht euch das hier einfach per Hand. Tolle Sache. So, dann nehmen wir mal ran. Hola, Senor! Ha. Hey, 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 stopp! Das ist der Bootsmann. Stopp. Ja, wir sind fleißig am Putzen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ihr mich hört. Ja. Aber so sieht das aus. Hey Bossy, I make a video for YouTube for our guests when they are coming back. What do you wish them when they are coming back? What they supposed to do on board? What is the best area to be? The best area, of course, the swimming pool area. The swimming pool area. So highly recommended from our bosun and his crew. We are preparing to clean up for you guys. Amazing. Ja. Ja, ihr seht,
gute Laune haben wir nach wie vor, ne? Denn so Seeleute, ja, Lust kriegt Seeleute unter, ne? So ist das nun mal. Tja, ach Mensch, guck mal, wir haben ja noch einen Indoor-Pool. Stimmt, habe ich ganz vergessen, weil die Sonne ja scheint. Brauchen wir eigentlich auch nur den Außenpool, ne? Aber der Innenpool, da gehen wir auch gleich nochmal rein. Wir grasen hier erstmal Deck 14 weiter ab. Jo. Die Sonnenstühle hier, seht ihr schon, die haben wir hier beiseite gepackt, auch so ein bisschen geschützt hingestellt, dass die hier nicht den Wetterbedingungen ausgesetzt sind. Nach unserem Werftaufenthalt haben wir tatsächlich unsere Entspannungslogen versetzt. Die sind jetzt hier oben unter unserem Funnel. Das ist das gute TOWI-Logo, unser Arbeitgeber. Ne, Entspannungsloge. Dann gucken wir hier mal rein, gucken hier, ob offen ist. Tatsache, glaubst du gerade, Kabine 2. Bob. Ne, und dann stehen hier normalerweise so Möbel drin. Und dann kann man hier mit seiner Perle romantisch über den Teich gucken. Mensch, heute ist aber auch wieder echt ein richtig geiler Tag. Läuft. Ich würde sagen, es ist Sommer. Es ist Sommer! So, dann auf und davon geht die Reise weiter hier. So, bupp, ab in den Innenbereich, nämlich in unseren Kids Club. Ja, Kinderwagen bei so, hey, müssen draußen bleiben. Ja, Insel der Seeräuber. Warte, ne, alles, guck mal, wir machen mal so einen Schwenk. So, ja, Licht ist aus, Licht ist aus, Sparmaßnahme. Ihr wisst, der Kapitän hat es nicht mehr so locker sitzen. Wenn er aber an Bord kommt, dann habt ihr wieder ja, Getränke frei. Ne? Gibt der Kapitän euch ein Freibier aus, ne, wenn ihr dann da seid. Ja, hier ist im Endeffekt nicht viel zu sehen. Ihr seht, alles schön zusammengeräumt, damit wir hier ab und zu mal durchwischen können. Und dann passt das, ne? Ich glaube, hier hinten kann man... Achso, ja, habe ich letztens erst entdeckt. Da hat der Kids Club, hat er hier so ein Movie-Theater. Glaubst du nicht? Bin ich ja fast vom Stuhl gefallen. Die haben hier mehr Technik drin, als unten in der Schaubar. Ne, da gibt es hier nämlich so eine kleine Bühne. Da könnt ihr euch dann raufstellen. Also jetzt stehen da ja halt die Pakete, aber normalerweise, mal gucken, ich habe hier so einen Weitwinkel an. Ja, da könnt ihr euch dann hier raufstellen und könnt euch präsentieren. Und ja, ihr seht Gitarren, irgendwelche Drums. Wir haben ja alles. Läuft bei uns. Und ja, dann haben die auch so Schwarzlicht oben, kann man hier so Schwarzlichtpartys machen. Und dann hat, wie gesagt, mein HR-Manager hat mir dann erzählt, ja, guck mal, die haben so einen Beamer, wo man dann hier so ein runterfahren kann. Und dann können die hier Movie-Nacht machen. Ja. Läuft bei den Jungs und Mädels. Guck mal, jetzt machen wir machen wieder hier Abkürzung vom Kapitän. Ja. Ihr wisst immer, wenn kein Durchgang steht, ist nur der Durchgang für den Kapitän. Ja. Müsst ihr euch merken, wenn ihr an Bord seid. So, bupp. Und dann kommen wir nämlich hier ganz geschmeidig hinten zu unserem Sportdeck. Hier kann man dann Volleyball spielen, Fußball und Basketball, wenn man kann. Ich habe echt meine Sonnenbrille vergessen. Ne? Naja, kann ja keiner ahnen, dass die Sonne jetzt so scheint. Ja, Arena nennt sich das ganze gute Stück hier. Und dann kann man dann, warte mal, ich mache mal auch hier so ein Slide-Movie. Ja, guck mal, ich könnte Video-Professional werden bestimmt. Wenn ich dann so ein Stativ hätte. Also hier so eine... Weiß ich gar nicht, wie heißt das denn eigentlich? Wisst ihr, wie das heißt? Wo man so sein Telefon einklemmt und dann gleicht die Wackelbewegung aus, die ich hier drauf habe. Schreibt mir mal in den Kommentaren, wie das heißt. Dann kann ich das vielleicht mal kaufen, wenn der Kapitän wieder 3,50 Euro mehr in seinem Portemonnaie hat. Ja, so. Ach komm mal, wir gehen ganz nach oben. Für euch ist mir kein Weg zu schade. Geht das Ganze nach oben hier. So, kommen wir hier zu dem großen Kunst hier, unser Pinguin.
Ja, kann man wunderschöne Fotos machen, wenn man im Hafen liegt und irgendeine Hintergrundkulisse hat. Oder man guckt dann einfach hinten aufs Meer. Wusch. Eigentlich sollte ich so Werbefilme drehen. Glaube ich. Ja, ist ja echt geil. Schöner View. So, weiter geht die Reise. Wieder runter hier an der Steuerbordseite. Und guck mal, ich habe für euch sogar meine Laufschuhe angezogen, meine weißen. Weil mir ist kein Umweg zu weit für euch. Mit den Floskeln, das habe ich schon gut drauf, ne? Ah ja, so. Weiter geht's. Für uns hier über die Mein Schiff 4. Wenn ihr Fragen habt, dann fragt. Wenn ich es dann schaffe, das Ganze zu beantworten, seid nicht traurig, wenn ich es nicht schaffe. Wie gesagt, mein Hauptberuf ist ja nicht YouTuber, sondern Kapitän. Ne? Aber wenn ihr Fragen habt, stellt die Fragen. Ich versuche die euch in jedem Falle zu beantworten. Dann sind wir hier in der Außenalster. Hier kann man auch wundervoll sitzen. Auch hier, wie gesagt, die Möbel so ein bisschen zusammengestellt. Wir haben immer, wenn wir vor Anker liegen, also wir sind momentan 24 Kilometer weg von der Küste und wir haben aber trotzdem Vögel, Mücken und irgendwie alles, was der Sommer so hergibt, auch an Land, haben wir hier. Und dann scheißen die uns natürlich hier den Deck voll, was nicht so cool ist. Aber gut, ist die Natur, ne? Wir haben einen blauen Balkon. Guck mal, ich trau mich mal und stell mich mal für euch darauf. Dann kann man sich hier nämlich hinsetzen und kann hier, wenn man das möchte, bupp, sitzt man hier. Oh cool, sitzen ist irgendwie schlechte Höhe. Guck mal, kann man hier wieder aufs blaue Meer gucken. Man könnte so ein Einspieler bei TUI werden. Übers blaue Meer filmen. So, weiter geht die Reise. Bupp. Ja, hier unten gibt es keine Sitzgelegenheit mehr, denn die Sitzgelegenheit, die haben wir abgemacht. Die ist nämlich aus Teakholz und damit das Teakholz hier nicht weggammelt, haben wir quasi alle Sitze hier entfernt und haben da auch noch ein bisschen aufmodelliert, damit das wieder schön ordentlich aussieht. Ja, momentan keine Tische, sondern Kisten. Ja. So, dann mal auf ins Restaurant. Guck mal da, boah. Gehen wir mal ins Gosch. So, bupp. So sieht es aus im Gosch. Ihr seht, ein bisschen Staubwedel und ein bisschen Tische zurechtrücken und dann kann die Reise hier direkt losgehen. Und warte mal, ich halte mal an. Hört mal, die Ruhe. Werdet ihr nie wieder hören. Normalerweise, wenn hier ist, ist hier irgendwie immer Trubel. Naja, selbst am Abend, wenn sie hier sauber machen, dann ist hier auch Trubel. So, bupp. Ja, guck mal, jetzt hat man hier Gegensonne, Gegenlicht. Aber ich glaube, ihr könnt euch zumindest so ein bisschen so ein Bild machen. Ne? So. Dann weiter geht die Reise. Wir wollten uns ja noch den Indoor-Pool angucken. Das können wir jetzt mal machen. Da sind wir schon fast da. Denn das unterscheidet mein Schiff 3 und 4 vom Rest der Flotte. Wir haben einen Indoor-Pool und deswegen werden diese Schiffe auch meist in den sogenannten Winterfahrtgebieten eingesetzt. Das heißt also, im Winter fahren wir in den Kanaren für üblich, weil es dort kühler ist. Und im Sommer fahren wir für üblich in der Ostsee oder in Norwegen, weil auch wenn es hier mal kalt wird, dass wir ja, zumindest innen baden können. Deswegen werden die Schiffe auf diesen Routen überwiegend eingesetzt. Ja, und so sieht es aus im Indoor-Pool. Auch hier Möbel zusammengestellt. Die Pools, die haben wir alle abgedeckt, die Whirlpools, und hier der Pool ist ja auch abgesperrt mit so einem Band, damit hier nämlich keiner rinfällt.
War ziemlich ungünstig. Jo. Jetzt werdet ihr euch fragen, Mensch, bei 66 Mann, gibt es denn da auch einen Doktor? Nee, der Doktor, der bin tatsächlich ich. Denn wir haben in unserer Nautikausbildung das, was andere in 13 Semestern studieren und dann Facharzt machen, das machen die Nautiker, reißen die runter in einem Semester bei 2 Wochenstunden. Und ja, da betreuen wir hier quasi die Leute medizinisch. Wir haben sozusagen, wir lernen Grundkenntnisse und wir haben auch ein Praktikum dann in der Notfallaufnahme, welches wir absolvieren müssen. Und diese Kenntnisse, die müssen auch alle 5 Jahre mit einem 5-Tages-Kurs aufgefrischt werden. Und im Notfall würden wir dann quasi per Telemedizin einen tatsächlichen Mediziner an unsere Seite holen. Und wir sind dann quasi die ausführenden Hände sozusagen. Ich meine, für Kleinigkeiten, die man auch im alltäglichen Leben eben hat, Ausschlag, zum Beispiel, sag mal, so eine Creme verordnen oder ein bisschen Gripostar C, schafft tatsächlich auch der Kapitän. Ne? Aber wenn es dann tatsächlich hart auf hart kommen sollte, wie gesagt, wird man dann externen Rat mit zur Seite ziehen. Und wenn möglich, also wenn es richtig kritisch ist, warte mal, auf Holz geklopft, dann müssen wir halt medizinisches Personal auch einfliegen lassen per Helikopter. Und ja, so ungefähr gestaltet sich das dann, nicht wahr? So, wo sind wir? Deck 6. Ja, Deck 6 kann man mal gucken. Der Chief Purser, den wir tatsächlich noch an Bord haben, der irgendwie noch der Betreuer des Hoteldepartments ist. Der hat mir nämlich erzählt, dass wir hier Achtern richtig coole Kabinen haben. Und gestandenermaßen habe ich die noch nie gesehen. Deswegen würde ich sagen, wir machen das einfach mal gemeinsam. Guck mal, es wird so ein bisschen düster. Dann kann ich hier nochmal wieder so einen Slide machen. Wir haben nämlich die Feuerzone 6 müsste das sein, die ist nämlich auch aus. Und ja, wisst ihr, ne? Sparen muss einfach auch sein. So, ab nach 8 an. Und dann schauen wir mal, was uns der Chief Purser da so empfohlen hat. So, tada, Kabine 6176, guck mal, da mache ich ein bisschen in den Gedanken gerade. Ui, guck mal. Guck mal, hier ist ja auch Licht in dem Laden. Und wir machen mal an hier. So, wollen wir mal gucken. Mensch, da. Ah, also hier so ein Wohnraum. Guck mal, da ist hier so eine Kabine. Für eure Teppichterroristen kannst du auch die Tür zumachen. Kannst sie abschließen hier. Kannst sie einschließen? Nee, kannst du nicht. Aber gut. Aber guck mal, da sind die beschäftigt hier. Haben die jetzt an so einen kleinen Fernseher gedacht. Ist ja nicht schlecht. Ja. Ah, ich sehe, PlayStation muss auch irgendwo sein. Ja, wir haben nämlich in den Junior-Suiten, also ab Junior-Suite, habe ich mir sagen lassen, haben wir über eine PlayStation. Das heißt also, gehen euch eure Kinder nicht auf den Nerv. Ja, guck mal. Guck mal, mein Haar sitzt auch noch. Dolle Sache. Guck mal, Dusche. Aha, aha, aha. Verstehe, verstehe, verstehe. Ich will nur noch rausfinden, wie die Nummer hier heißt. Ach so, na guck mal, da gibt es hier noch. Achso, das ist so eine. Das hier, das legt man draußen in so eine Liegeinsel rein. Und dann kann man draußen schön in der Sonne liegen. Und auch mit begehbarem Kleiderschrank. Und dann kann man hier morgens rausschreiten. Oh, stellt euch das mal vor. Das ist natürlich auch richtig geil. Warte mal. Ich mach das einfach mal für euch. Dann lege ich mich hier einfach mal hin. Warte, oh. So. Bop, 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 bop. Und dann schläft man hier. Und dann wacht man hier schön. Mit seiner Brosche wacht man auf und dann guckt man hier raus und sagt erstmal guten Morgen. Guten Morgen, Welt. Aber wie ich die Lage so sehe hier, macht ihr das am besten nicht nackt, weil ihr könntet Leute haben, die euch beobachten. Exhibitionisten. Ja, aber kann man hier rum? Das ist ja natürlich auch geil. Schwuppdiwupp. Ach so, ja, also so groß ist jetzt der Balkon nicht.
Der Balkon geht dann tatsächlich nur bis hier. Wir haben jetzt alle Balkone offen, beziehungsweise die Weider von den Balkonen, damit wir hier leichter sauber machen können. Ne? Und dass man hier schneller von A nach B kommt. Guck mal, werdet ihr auch nie wieder haben. Werdet ihr so nicht erleben, so leer. Guck mal, geh mal und mach hier mal so eine Zeitreise. Ja, tolle Sache. So, reicht auch wieder. So, dann müssen wir wieder über die Kabine zurück, denn hab jetzt den Balkon offen gelassen, ne? Tja, aber so ist es alles hier bei unserem Mord. Ne? Ich weiß auch gar nicht, Matthias, wie du so viel erzählen kannst immer, ne? Dir fällt ja zu jedem Thema irgendwas ein. Tatsächlich bewirkst du auch was. Ich weiß gar nicht, ob dir das jemals einer gesagt hat. Wir haben uns nämlich damals das erste Mal auf Mein Schiff Herz, damals noch Mein Schiff 2, kurz kennengelernt. Da habe ich nämlich irgendwas Dummes in deiner Kamera gesabbelt. Da kannte ich dich nämlich noch nicht. Und ja, du warst da irgendwie auch am Kaffeeautomaten im Ankelmannsplatz und ja, hast dich darüber beklagt, wie mies eigentlich der Kaffee schmeckt. Und da hat tatsächlich TUI Cruises direkt reagiert und hat neue Kaffeeautomaten und eine neue Kaffeesorte bestellt. Ne? Also mit deinen Videos hast du tatsächlich auch eine Menge Einfluss aufs Produkt. Ne? Und ich glaube, dass unsere Produktemacher, diese Produktabteilung, die ist für jeden Input zu haben, wenn es um die Qualität geht, die wir hier anbieten können. Ne? Also wenn dir noch irgendwas einfällt, einfach Bescheid sagen oder einfach mal verschriftlichen, dann kümmern wir uns darum. Ne? So, ab nach Deck 5. Hier auch in einem Bereich, den ihr nie betreten werdet, es sei denn, ihr heuert bei mir an. Ja. Denn wir haben ja nämlich das Motto Party hard, work hard. Ja, also wir können nicht nur Party machen, wir können auch hart arbeiten. Und ja, wenn ihr Interesse habt, seachefs.de oder so, oder direkt bei TUI anfragen als Kapitän. Wisst ihr nicht, vielleicht seid ihr aber geeignet so, mit eurem Sportbootführerschein. So, guck mal, jetzt sind wir hier hinten in unserem neu gemachten Diamanten. Den haben wir in der Werft tatsächlich neu gemacht. Hat dann leider nicht lange ihren Einsatz gefunden. Aber deswegen ist hier auch noch alles relativ neu. Und ja, mit schönen Polstern, Alter. Wie neu. Wie neu. Ja, und wenn hier noch die richtige Lichtstimmung ist, dann sieht hier alles ganz wunderbar aus. Dann findet ihr den Kapitän meist hier sitzend. Habe ich nämlich für mich entdeckt. Hier kann man super Kaffee trinken. Und ja, guck mal, haben wir hier so einen Motorroller. Ne? So eine Vespa. Ist das Vespa oder was? Ne, Piaggio. Piaggio. Ja, dann guck mal, ich setze mich mal für euch darauf. Ich saß da nämlich im Lockdown, saß ich da schon mal drauf mit unserem Generalmanager. Ne? Komm mal nicht an. Das ist geil eigentlich. Naja, gut. Ach, hat die sich alles einfallen lassen, so, die Designer. Ja, La Spezia. Unser italienisches Fine Dining Programm ist momentan umgestaltet zu einem, also hier wird alles gemacht. Hier machen wir Trainings, hier machen sie auch manchmal so Karaoke-Abend und singen dann davor. Ja, kann ich euch mal zeigen. Muss ich mal hier den Einspieler ändern, so, bupp. Ja, und dann singen die hier und machen hier lustig Musik, unsere asiatischen Kollegen aus Fernost, die haben das ja drauf, ne, mit dem Singen. Jo. Hier haben wir, wie gesagt, auch alles abgedeckt. Ich denke tatsächlich, dass wir das bald aufdecken werden, denn im letzten Sommer hatten wir hier tatsächlich unsere Crewbar etabliert. Und was hier hinten halt so schön ist mit dem Diamanten, da kann man schön sitzen. Für die Raucher unter uns, die können dann da rauchen und deswegen waren wir eigentlich hier hinten oder Achtern, wie der Seemann dazu sagt. Aber dann wurde es kälter und dann sind wir umgezogen in die TUI-Bar, das zeige ich euch wie gesagt nachher. Aber ich denke, wir werden dann hier wieder aufmachen und dann werden wir hier schön hinten auch den Champagner-Treff eröffnen und werden es uns hier ein bisschen gut gehen lassen und warten darauf, dass ihr dann eben zu uns stoßt. Ne? Haben wir hier noch die Kaffee-Lounge, dolle Sache.
Kann ich euch sagen, haben wir hier auch ummodelliert in der Werft. Wie gesagt, ist wie neu. Da kann man hier so Pralinen. Hier gab es auch damals gab's die Captain's Fortune Praline. Ja, konnte man sich, haben die Jungs und Mädels hier extra für mich gemacht. War richtig lecker. Vielleicht, wenn er dann irgendwann an Bord kommt und ich an Bord bin, dann gibt es hier wieder die Captain Fortune Praline. Und ja, das hier übrigens auch ein sehr geiler Platz. Ja, kann man hier, also normalerweise stehen die beiden Stühle, die stehen da. Aber wenn man sich die hierher zieht, dann hat man quasi den, guck mal, ich mach das mal für euch. Ich zieh mich hier mal hin, wie der Kapitän. Dann kann man sich hier schön hinsetzen, bum bum. Gute Sache, kann ich euch sagen. Guck mal, dann kann man hier nämlich hier rausgucken. Und guck mal, da seht ihr schon, was die Vögel hier anrichten bei uns. Und da kannst du nicht mal mehr schön rausgucken. Ne? Desaster. Desaster. Bob. Ja. Also, wie gesagt, wenn ihr Chance habt, schnappt doch einfach den Stuhl, wenn ihr wieder bei mir an Bord seid. Und dann gönnt ihr euch hier euren Kaffee hinten in der Kaffeelounge. Jo. Dann haben wir hier hinten noch hier Unique. Da kann man, keine Ahnung, Bilder oder Kissen oder irgend sowas bestellen. Also so richtig der Sinn, der hat sich mir tatsächlich noch nicht erschlossen. Aber vielleicht, wenn wir zurück in Operation sind, dann wird alles anders. I believe in it. So, guck mal hier. So, ich hoffe, euch geht es noch gut und ihr seid hier noch am Ball. Ja, weil, wie ich das sehe, ich brauche wirklich so ein Ding, was das hier stabilisiert. Ja, darf ich auch keinem erzählen, dass meine Lebensgefährtin in der Filmbranche arbeitet. Ja, mir wahrscheinlich so ein Ding besorgen kann. Naja, gut. Ist wie das. Ja, so. So, weiter geht die Reise in unsere Schaubar. Wir haben auch schön neuen Teppich verlegt. Damals noch in der Werft. Und ja, hier, was machen wir hier? Ja, hier hinten haben wir auch, damals haben wir hier, als wir noch 700 Crewmitglieder an Bord hatten, haben wir hier immer so, ja, hat unser String-Quartett hat hier so Vorführungen gemacht oder unsere Band und haben uns das hier gut gehen lassen. Ne? Ab und zu, je nach Größe, machen wir hier auch Schulungen. Also wenn du dann irgendwie mehr Leute hast, dann machen die hier ihre Schulung. Wir sind da so ein bisschen flexibel. Wa? Guck mal, wollen wir da runter gehen? Ach guck mal, ich zeige euch das einmal, so sieht das aus, da Atlantik Restaurant. Auch alles abgedeckt. Ja, manche Türen sind zu, weil ich ja euch vorhin erzählt hatte, dass wir manche Zonen abgeschaltet haben. Und damit das Schiff nicht auskühlt und dass ja, quasi da keine Luftzirkulation ist in die nicht operierten Bereiche, haben wir hier die Türen dann entsprechend geschlossen. Ne? Ja, hier haben wir unser Hanami-Restaurant bei Tim Raue und Design von, du, Fragezeichen, aber ein ganz bekannter, wie weiß ich noch. So, Hanami. Und ja, hier essen, wenn wir dann Kontraktoren an Bord haben, die uns unterstützen dabei, die Technik hier zu warten, dann essen die hier separiert von unserer Besatzung in diesem Bereich. Deswegen gibt es hier auch die wunderschönen Tischdecken. Ja, ist jetzt vielleicht nicht das Hilton, aber dennoch auf einem sehr hohen qualitativen Level. Nee. Wir wollen natürlich auch unseren Gästen, auch wenn sie nicht bezahlende Gäste sind, wollen wir natürlich was bieten. Ja? So, guck mal rein hier. Hier. Quicken hier schon wieder rum, die Jungs. In unserer Galley. Hi there. You will get famous now, because I make a video for YouTube for our new guests. Do you have any place what you would highly recommend to our guests when they come on board, where they need to be? I like very much Tuiba. Tuiba? Yes, very much. Why? Because
course have a nice view, nice big windows, and what else? What is your famous drink? I don't drink much, but I like pina colada. Pina colada, good. Highly recommended pina colada. Enjoy, guys. Bye-bye. Guten Tag. Ja, hier ist unser Tag und Nacht. Hier ist tatsächlich momentan die Besatzung. Wir haben das so ein bisschen... Guck mal, bon appetit, Gentlemen! Ja. Wir haben es tatsächlich so gemacht, dass wir nicht mehr unten in der Crewmesse essen, weil die ist sehr groß. Die ist natürlich ausgelegt auf 1100 Crewmitglieder und aber momentan nur noch 66 sind. Habe ich gesagt, wir gehen ins Tag und Nacht. So ist es halt mehr wie eine Familie. Und ja, dann fühlt man sich nicht ganz so alleine. Ja. Weil tatsächlich am Anfang, als es dann komplett runtergeschraubt wurde und nur noch 66 Leute dabei waren, hier bei uns an Bord, und wir das noch nicht so arrangiert hatten für uns mit ja, dem Tag und Nacht und eben der TUI-Bar oder eben dem Diamanten damals, dann hat sich hier schon alles sehr viel verlaufen und ich habe oftmals für sehr, sehr lange Zeit Crewmitglieder gar nicht gesehen. Und das wollten wir dann einfach ändern, damit es wie so eine kleine Familie ist, wie eine Seefahrerfamilie. Und deswegen haben wir hier zum Beispiel jetzt auch die TUI-Bar eingerichtet. Die ist quasi in voller Funktion für unsere Crewmitglieder. Und die bekommen hier ja, im Endeffekt alles for free. Achso, muss ich euch zeigen. Richtig geile Kaffeemaschine. Ja, apropos, ja, Matthias, Kaffeemaschine. So, wir haben natürlich auch Kaffeemaschine etabliert. Achso, und das haben wir, das darfst du dem, zeige ich besser nicht. Aber ja, hier aus unserer Saftbar, die eigentlich unten bei der Rezeption ist, da haben wir uns hier diese Saftpresse besorgt. Und da geben wir freie Säfte für die Crew raus. Ja? Guck mal, da kocht auch einer Kaffee. Moin Daniel! Morning, Captain! I make a video for YouTube for our new guests. Oh, yeah. And I wanted to show them our very awesome coffee machine. Yeah. Ihr seht, läuft bei uns hier. Daniel, is there anything what you would recommend to our passengers when they're coming back on board? Which area they need to be? What is your famous area here on board? Famous area for me is Hanami. Hanami? Yeah. Why? Good food. Good food? They serve nice. And also, I think it's everywhere here, it's good. That was the perfect answer, yeah, man. Yeah. You get promotion. Yeah. Hi guys, cool. You will be on YouTube now, because our guests, they will come back on board and I make a YouTube video. What you would recommend our passengers, where they need to go? To Hanami. To Hanami, you see? Huh? Awesome, all the Asians like Hanami. Come on, everybody is moving away, they don't like to be filmed. Up. Moin, guys. Bon Appetit. Ja, ist nämlich gerade Mittagspause. Hier hätte ich jetzt fast gesagt, nee, Kaffee-Time. Müsste jetzt gleich 15:30 sein oder 15 Uhr. Und dann kommen die natürlich alle für ihre Kaffeepause. Ja, und hier haben wir ja, unseren Reception Desk. Ne? Und da hinten ist die Saftbar, aus der wir einfach testweise sozusagen, damit auch natürlich die Technik weiter bedient wird, uns die Saftpresse besorgt haben. Ja, und ja, so sieht das Ganze dann aus, ne? So, dann gehen wir weiter. Wo können wir noch hin? Atlantik, bringe ich euch da jetzt noch hin. Achso, hier haben wir so eine Leselounge. Die haben wir auch neu eingerichtet in der Werft. Es ist so schade, dass ihr das echt nicht alles erleben könnt. Weil wir haben hier alles neu rausgeputzt. Und da kann man hier ganz dolle, kann man sich hier hinsetzen, auch in so einen Schaukelstuhl. Und kann hier entspannt lesen. Bei dem Saft, den man sich dann hat, frisch pressen lassen. So, weiter geht die Reise für uns. Ja, hier unten haben wir auch noch Kabinen. Das sind einfach nur Außenkabinen, ohne, ja, ohne Balkon logischerweise. In manchen Firmen gibt es auch so Innenkabinen mit virtuellem Balkon. Also auch ganz witzig. Aber wir haben hier ein reales Window. Seht ihr, Bob? Könnt da rausgucken. Tolle Sache. Ja, gar nicht so schlecht. Und, was ihr wissen müsst, wenn ihr eine Route fahrt, wo schlecht Wetter ist, ne, desto weiter unten ihr wohnt und desto mittiger ihr wohnt, Licht aus, save the waves,
desto besser für euch. Denn desto weiter unten und desto mittiger, desto ruhiger ist das Schiff. Ja. Ja. So, dann auf ins Atlantik-Restaurant. Bup. Ja, auch hier selbe Spielchen. Ihr seht schon, alles schön abgedeckt. Lüft bei uns. So, dann lass uns noch mal nach Deck 4 vorne gucken. Gibt es ja auch noch eine Bar und unseren Jugendclub. Der ist ganz geil, weil den haben wir nämlich wieder auferleben lassen. Aha. Denn wir haben alle viel zu tun. Ja? Und deswegen hat sich unsere IT-Abteilung zusammengeschlossen und hat gesagt, Mensch du, wir haben so viele Playstations frei. Lass uns doch einfach so eine LAN-Party organisieren. Also sitzen halt quasi alle mit ihrer Playstation und dann zocken wir über das Internet mit anderen Leuten. Ja, im Endeffekt Warzone spielen wir momentan. Das ist ganz lustig eigentlich. Ja, man muss ja immer bei Laune bleiben, nicht wahr? So, dann haben wir hier Klanghaus. Ne, da sieht man nichts, das sieht aus wie immer. Ja, komm, ich gehe einfach mit euch mal rein. Ja, müssen ja hier auch irgendwie die Zeit voll kriegen. Ja, dass ich hier Meister Moor ein bisschen Konkurrenz mache zumindest. Ja, auch wenn er konkurrenzlos ist. Mensch, eigentlich müsste ich für Schleichwerbung so ein paar Euros von ihm kriegen. Fällt mir mal gerade so ein. Matthias, schlechte Zeiten für dich. Ja. Du musst jetzt deinen Gewinn mit mir teilen. Ja. So, ja, hat sich nicht verändert, wie ihr seht. Hier unten der Shop, der ist auch leer. Ja, momentan also keine Klamotten zu kaufen. Alles leer gekauft. Ja, hätte ich was gesagt. Jo. Müssen wir also dann auch bestücken, bevor er kommt, damit er hier schön fleißig eure Moneten bei uns lassen könnt. Dann haben wir auch neu in der Werft meine Reisewelt. Guck mal hier, Bob. Meine Reisewelt. Und dann könnt ihr hier eure Future Cruise, also eure zukünftige Kreuzfahrt buchen. Und ja, hier ist dann die Waterkant-Bar. Und ja, hier ist eigentlich alles unverändert im Endeffekt. Ab und zu sitzen wir auch hier mal zusammen, dass da so ein bisschen ja immer mal was Neues wieder ist, ne? Und nicht immer alles gleich. Schönes Schiffsmodell. Ne? Normalerweise macht der Kapitän vor dem Schiffsmodell immer Fotos. Könnt ihr euch mit dem Kapitän fotografieren lassen und dem Wetterfrau Schuko. Coole Sache. Gibt es auch, glaube ich, nur hier auf meinem Schiff hier. Auf meinem Schiff. So, auf in den Spielbudenplatz, den wir auch neu gemacht haben. Tatsächlich, wir haben die beiden nämlich verbunden. Und ihr seht schon, hier ist der erste Warzone-Platz mit zwei Plätzen, die sich dann abwechseln, weil wir nämlich nicht genug Bildschirme haben. Hier haben wir noch einen Platz, dann hat hier unser IT-Manager hochsicher ein Kabel verlegt. Ne, geht doch nichts, wenn man so ein bisschen Panzertape hat. Ne, Panzertape hält die Welt zusammen. Ja, und hier gibt es dann die anderen Plätze. Achso, wenn ihr Bedarf habt. Momentan hat mir mein IT-Manager erzählt, gibt es keine PlayStation-Controller mehr zu kaufen. Ja, ich würde euch welche anbieten auf Schwarzmarkt. 500 Euro das Stück. Ja, und hier seht ihr, stehen dann die anderen PlayStations und dann verbinden wir das alles. Und dann geht das über so ein Kabel ins Internet, hätte ich jetzt fast gesagt, aber über Satellit. Und dann ja, suchten wir hier als Ausgleich zu unserem harten Leben hier an Bord. Ihr seht schon, wir haben nicht leicht. Jo, dann kommen wir weiter hier zu unserer Tattoo-Bude. Nori ist übrigens hier unser Tätowierer. Der hat hier irgendwie gemeinsam mit Wildcat Tattoo. Ich mache mal noch ein bisschen Werbung. Vielleicht kriege ich euch auch irgendwie noch verlinkt. Ne? Ich sehe, bahnbrechend wird das, bahnbrechend. Könnt ihr euch hier Tattoo stechen lassen beim tatsächlich ersten Tattoo-Studio auf See. Damals hatte Virgin damit Werbung gemacht, dass sie das erste Tattoo-Studio auf See hätten. Haben sie aber gar nicht, weil der Kapitän, ne, der hat auch ein Tattoo-Studio. Ja, und dann haben wir hier schon schöne Bilder an der Hand. Da gibt es hier so eine Box, eine magische Box. Ne? Guck mal, ist hier wie beim Zahnarzt, Alter. Kannst du hier hinsetzen und warten. Naja. Dann wollen wir mal gucken, was hier an der Tattoo-Bude los ist. Du bist nämlich zu, genau, damit sich hier keiner ein Tattoo sticht. Guck mal, hat der Kapitän jemanden Schlüssel für?
läuft. Naja, im Notfall wollen wir die Scheibe einschlagen. Dann müsste Wildcat-Tattoo eine neue kaufen. So, dann gucken wir mal rüber hier. Ja, seht ihr da, gibt es ja so eine Tattoo-Platz hier auf der rechten Seite. Und da gibt es auch noch einen Monitor an der Wand, wie ich das so sehe. Könnt ihr Fernsehen kicken dabei. Tolle Sache. Und da hinten ist noch einer. Mensch, habe ich schon mal zwei Plätze mittlerweile. Läuft, oh, läuft. Haben sie anscheinend nachträglich eingebaut. Wusste ich noch nicht. Früher gab es nur einen. Damals, als ich noch jung war. So, dann mal wieder hoch auf Deck 5. Ja, da haben wir hier unseren neuen Wall. Und ihr seht auch schon hier, das haben wir designermäßig richtig geil abgeklebt hier. Mit so Mülltüten. Damit keiner reingucken kann, was da ist. Da ist nämlich, ja, weiß ich auch nicht. Ja, vielleicht haben sie da Goldstücken hintergelagert oder so. Ja, guck mal, wir fahren nämlich langsam schon unsere Bildschirme hoch, weil wir nämlich hoffen, dass es bald wieder losgeht. Und deswegen geht die ganze Sache los hier. Aber wie ich sehe, unser IT-Manager hat noch ein bisschen was zu arbeiten, würde ich sagen. Wa? Hashtag läuft nicht so geil bei dir. Oh Mann, Leute, hier ist was los. So. Naja, dann auf. Achso, ja, manche Teppichabteilungen haben wir hier abgeklebt. Damit der Teppich gut erhalten bleibt, wenn die Jungs hier mit ihren Schuhen langlaufen. Wir nutzen natürlich das ganze Schiff. Sonst bekommt er nicht so viele von unseren Crewmitgliedern zu sehen. Aber momentan bewegen wir uns hier natürlich frei. Und damit das hier alles ja, weiterhin schön bleibt, haben wir viele Dinge abgeklebt. Ja, Crew-Diskothek haben wir hier. Crew-Diskothek, auch geil, ja. Diskothek. ja, auch alles abgedeckt, damit die Nummer nicht einstaubt und damit wir hinterher nicht so viel Arbeit haben. Na, Aurelien? Alles gut? Das ist Aurelien, our new officer from Pullman Tour. I make a video for our guests which are coming for YouTube. So you are new in the company, you was before where, in which company? And how you like it with TUI? Perfect. Perfect. Good. Is there any place you would recommend for our guests when they're coming back on board? What is your favorite place here? On board? Yes. On our beautiful vessel? Yes. Probably the best will be on the restaurant. Restaurant. And good. The coffee lunch on the Diamond Club. Zeta? Habe ich euch gesagt, am Diamanten, auch der Platz vom Kapitän. It's also the favorite place of the captain. Perfekt. Perfekt. Me too. Yes, great. Ja, hier haben wir noch unser Casino. Bub. Ja, ihr seht, wir haben hier ja, momentan nicht so viel abgedeckt. Und hier steht auch unser Equipment, womit wir die Feuerteams trainieren. Also so ein Flashlight, damit simulieren wir Feuer. Und mit dem anderen Ding, damit machen wir Nebel. Und heute war nämlich unser Drill. Und da haben wir hier fleißig das Casino abbrennen lassen. Ja. So. Dann auf unsere, ja, wahrscheinlich letzte Station, Theater. Ne? Ja, hier vorne im Theater spielen wir natürlich grandiose Shows normalerweise. Nur halt momentan nicht. Und wie ihr seht, seht ihr auch nicht so viel. Denn auch hier haben wir gedimmtes Licht. Und jo, ne? Einsam und traurig. Kann der Kapitän nicht erzählen hier vor der Gemeinde. Ja. So ist das alles, ne? Ja, und damit glaube ich schon fast, sind wir durch mit den Bereichen, die euch interessieren können. Ne? Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ich habe jetzt gelernt, ich muss immer am Ende sagen, wenn es euch gefallen hat, dann abonniert mich doch einfach. Und drückt da auf den Knopf und irgendwann sollte ich noch sagen, aber ich weiß nicht mehr was. Guck mal, da kommen schon wieder die nächsten hier. Guten Morgen, Gentlemen. Hallo. I'm making a video for YouTube to explain the guests what they will can expect here once they're coming back. What is your favorite place on board, Mr. Adrian? My
my favorite place on board is in the live oak. Yeah, very good. This one I cannot make any promotion, man. No, but if you would be a guest, what would be your area where you would be the whole day? Surf and turf. Yes. Surf and turf. Now that's good. You can also see the surf and turf. Yes. And Mr. Adam? I would chill on the pool deck with my six pack, definitely. Yeah, hashtag we like. Thank you very much, man, gentlemen. You will find yourself on YouTube back. Yeah. So, wo war ich stehen geblieben? Genau. Abonniert mich und was man sonst noch so alles machen muss bei YouTube. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, ich sage jetzt einfach mal abschalten und bis zum nächsten Mal. Euer Kapitän.